da wir nun World Guard, World Edit und Permissions auf unserem Server installiert haben, können wir nun mal mit Comment Book weitermachen, damit wir unsere Standardbefehle halt bekommen, wie zum Beispiel den Item-Befehl. Und ja, dann können wir, und danach werde ich halt euch auch erklären, wie ihr das mit der Permission, mit den Permissions macht, wie ihr die Permissions eintragt, weil da wird es dann wichtig werden. So, dann laden wir uns das auch gleich einmal runter, auf wieder mal auf bucket.a. So. Und get Plugins wieder und dann einfach mal nach Comment Book suchen. Es ist wieder von dem Entwickler von World Guard und World Edit, das heißt, es wird auf keinen Fall Probleme mit den beiden Plugins geben. Und wird es auch nie geben. Und deswegen nehme ich halt auch lieber Comment Books statt Essentials hier. Weil ich finde es einfach besser vom Aufbau her und ja. Essentials sind mir halt so viele einzelne Plugins halt ineinander. Das ist einfach nur durcheinander gewürfelt. Da weiß die eine Hand dann nicht, was die andere tut und da gibt es halt auch öfter Probleme mit anderen Plugins. Deswegen ist das hier einfach besser. So, hier könnte man. Hier sind, das sind jetzt alle Befehle aufgelistet hier. Könnt ihr einmal gucken, falls ihr mal einen Befehl nicht wisst. Könnt ihr hier einfach nachgucken. Und hier könnt ihr das einfach mal. Hier könntet, wenn ihr hier raufklicken würdet, Link in einem Tab öffnen. Wenn ihr hier raufklickt, das ist halt nicht der Download-Link, da kommt ihr einfach auf die Seite. Und dann könnt ihr hier halt alles auswählen, was ihr dann haben wollt. Was ihr haben wollt, was für Befehle ihr haben wollt. Dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier den Haken rausnehmen, hätten wir halt zum Beispiel unser Comment Book. Halt, hätten wir unser Comment Book, wenn wir hier auf Build My Comment Book 1.5.2 klicken würden, dann hätten wir zwar unser Comment Book, aber wir können uns keine Items cheaten, weil es den Befehl im Comment Book dann einfach nicht gibt. Das wollen wir aber nicht. Das bräuchte man halt zum Beispiel, wenn man bestimmte Befehle einfach überhaupt nicht haben will. Lässt man die einfach weg und sonst nimmt man einfach. Für unseren Server reicht eigentlich das Full Package mit allen Befehlen. Da können wir dann auch mal ein bisschen mit rumspielen und so. So, packen wir das mal wieder bei uns auf den Desktop. Machen hier mal klein. Gehen dann mal rauf und dann brauchen wir hier wieder nur die commentbook.jar-Datei. Die ziehen wir wieder in unseren Plugins-Ordner und starten unseren Server einmal. So, das können wir schließen in der Zwischenzeit. Da hat er uns ge unseres geladen. World Guard, World Edit, Permissions und Comment Book. So, gut, dann geben wir hier mal Stopp ein und drücken eine beliebige Taste. So, dann hat er hier wieder einen Ordner erstellt namens Comment Book. Da klicken wir einmal doppelt drauf und sehen hier diese drei Dateien. Dann gehen wir einfach mal auf die config.yaml, editieren die wieder mit Notepad++ und sehen, sollten dann folgendes sehen. Also OP-Permissions. Da sieht ihr halt, ein OP-Operator hat jetzt halt die Permissions über alle, also er hat alle Rechte für jeden Comment in Comment Book. Wenn er es auf False stellt, hat er es halt nicht. Da bräuchtet ihr dann Permissions für, könntet ihr halt mit Permissions festlegen, dass zum Beispiel ein OP nicht den Befehl haben soll, sich jetzt ein Item zu cheaten, was natürlich meistens Schwachsinn ist. So, Use Display Names, damit könnt ihr dann halt einstellen, dass jeder Spieler auch mit dem Namen, dass er halt keine Nicknames oder so bekommen kann. Da hat er immer den Namen, den er auch bei Minecraft.net hat. Und online on Join, dazu wird er halt angezeigt, wenn er joint, dass er halt online ist. Und hier in der Online-List, wenn ihr zum Beispiel auf den Server kommt, wird er euch ja eine Liste mit Spielern angezeigt. Dann könnt ihr halt Colorwood Names, könnt ihr da halt einstellen für die einzelnen Gruppen, gibt es dann halt farbige Namen. Und das heißt zum Beispiel, der Admin ist rot, Moderator grün und was weiß ich. Das könnte ein, das braucht man eigentlich nicht unbedingt. Das ist halt eigentlich mehr zum Spaß gedacht. Oder ja, falls ihr halt einen sehr großen Server habt und ständig irgendjemand kommt, Fragen kommt oder so. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einem kleinen Server mit Freunden habt oder so, braucht man das eigentlich nicht. So, Show Max Players. Da könnt ihr halt sehen, wie viele Plätze noch frei sind auf eurem Server, wie viele Spieler gerade von wie vielen online sind. Zum Beispiel 36 von 50 online.
Und das können wir erstmal außen vor lassen. Das brauchen wir einfach nicht. Das sollte man immer auf True lassen einfach. Und das ist halt, wenn ihr auf den Server kommt. Das kann ich euch einmal demonstrieren. Minecraft.exe. Einmal ausführen. Login. Und dann join ich gleich einmal auf unseren Server. So, starte ich den Server einmal. Und Hamachi. Gebe ich gleich einmal die IP ein von Hamachi. Und 5.1.3.4.3.4. So, Logging in. Logging in. So, jetzt sind wir auf unserem Server und sehen halt den Text hier. Das ist genau der Text, der hier. Ja. In der Config, das ist halt der Text, den wir halt in der Config sehen. Also der Text hier steht auch, wird auch dann euch in Minecraft angezeigt werden. Und hier halt online 1 von 5 und dann mein Name dahinter. Dann können wir halt so, nehmen wir das einmal weg, löschen wir das einfach und schreiben dann mal herzlich willkommen. Kommen. So, wenn wir das jetzt speichern und den Server einmal Reload eingeben. So, Reload komplett. Gehen wir einmal Disconnect, Multiplayer, Connect und sehen, der Text hat sich verändert. Jetzt steht hier nur noch herzlich willkommen. Guten. Starten wir einmal den Server. Stop. Back to Titel. Config-Datei wieder. Rules, wenn man in-game slash rules eingibt, halt den Befehl, wird euch das halt angezeigt werden, was da steht. Und ja. Item Permissions Only braucht man nicht unbedingt. Hier könnt ihr halt Disallowed Items reinschreiben. Wenn ich da zum Beispiel die IT 57 hinschreibe, dann ist halt ein Diamantblock ist dann halt verboten. Und ja, da verbiete ich jetzt einfach mal nichts, weil TNT richtet sowieso keinen Schaden an. Und dann machen wir hier einmal weiter. Makes time and weather broadcasts a message. Da müsst ihr jetzt einmal aufpassen, wenn ihr das auf True stehen habt, wird halt immer, wenn ihr die Zeit im Server ändert oder das Wetter ändert, wird halt dann eine Message, also eine Nachricht im Chat angegeben. Zum Beispiel Player 1 set the time to irgendwas. Das heißt, wenn ihr die zum Beispiel Tag oder Nacht macht dann. Und die Default Item Stacks halt ist normalerweise 1. Wir machen da mal 64 draus. Das heißt, wenn ihr euch ein Item titelt, habt ihr da automatisch 64 von dem Inventar. Und das ist halt, ich finde es halt immer bequemer mit 64. Das heißt, man muss immer nicht immer die Nummer hingeben, wenn man mal ein Stack Items will. Und ja, hier kann man nochmal Exact Spawn machen auf True. True. Aber hier steht, ja, hier steht halt auch noch, was ich für euch vorhin versucht habe, für WildGuard nochmal zu erklären. This does not fix spawning on first join yet. Das heißt, wenn ihr zum ersten Mal auf den Server kommt, kann es immer noch sein, dass ihr irgendwo in der Walachei spawnt oder neben dem Spawn. Da halt, wo der eigentliche Spawn ist. Dass er halt, was weiß ich, 5 Blöcke entfernt spawnt oder so. Und Crappy Wrapper Compat, das können wir mal auf False stellen. Da wollen wir uns jetzt erstmal nochmal nicht mit beschäftigen. Hier könntet ihr jetzt zum Beispiel die Zeit für eine Welt. Das heißt, das ist in der World, in unserer Welt, ist es jetzt, wenn wir das hier wegmachen, das hier ist es halt in unserer Welt immer 3 Uhr nachmittags. Immer. Das heißt, es ist immer hell in der Welt. Und
Da ich aber einen normalen Tag-Nacht-Ablauf bevorzuge, lasse ich das jetzt einfach mal auf. Lasse ich das einfach so, weil so wird es dann nichts ändern. Immer wenn da sowas vor ist, halt so eine Raute, dann wird es halt nur als Comment gewertet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach hier jetzt zum Beispiel eine Raute mache und irgendwas hinterschreibe, würde es nur als hier als Notiz zählen. Also das, ich kann mir einfach meine Notizen da reinschreiben und es würde nichts auf das Spiel auswirken. Das schließen wir dann erstmal, dann werden wir damit durch. Und wie ihr die Permissions einstellt, zeige ich euch dann gleich im nächsten Video.